Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben, macht Ihren Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wollt ihr meine Überlebensgang werden? Also wenn es hart auf hart kommt, dann brauchst du eine Gang. Ja, also da schwören wir drauf, oder? Ja, ich schwöre jedenfalls. Ich schwöre. Wir brauchen aber noch so einen langsamen, der immer noch so einen halben Meter hinter uns läuft und dann noch das erste Opfer Fuß vom Zombie erwischt wird. Ich habe so eine Idee, wer das sein könnte. Aber Howdy ho, herzlich willkommen und viel Spaß mit einer neuen Episode unseres schönen, fröhlichen und heute vielleicht auch ein bisschen gruseligen Medienpodcast voll in die Presse. Wir sind fast vollzählig. Hier haben wir den Herrn Sammer dabei. Moin, moin. Den Herrn Prollo. Guten Tag. Und mich, Ben Cartwright. Und einer fehlt, nämlich der Herr Beef. Den haben wir ersetzt durch einen ganz tollen Gast, nämlich unseren lieben Freund Shimli. Hallo zusammen. Hallo und ich begrüße euch ganz herzlich auf der Ponderosa im Kellerstudio. Hier ein bisschen Szenenmusik. Ihr kennt es schon. Und Leute, ich will nicht zu viel versprechen, aber heute haben wir wirklich mal wieder einiges vorbereitet. Einiges in den Startlöchern, einiges auf den Samplebänken. Und wir sind sehr gespannt, wohin uns das führt. Bevor wir aber über heute sprechen, müssen wir noch einmal über die letzte Sendung sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie hat die euch gefallen jetzt im finalen Schnitt, als ihr es nochmal gehört habt? Dreimal, um die Statistiken zu pimpen, natürlich jeder. Mir hat es ausgezeichnet gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine total runde Folge. Ich war happy damit. Ja, also ich höre privat eigentlich gar keine Podcasts, aber da habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Shimli, hörst du denn generell Podcasts? Du musst jetzt nicht sagen, ob du unseren hörst, aber ich hätte jetzt auch leichte Schwierigkeiten gehabt, aber ich bin ein großer Podcast-Fan. Sehr gut. Dann wollen wir dich heute auch von unserem Podcast nochmal überzeugen. Zu deiner Person kommen wir auch gleich noch, aber ich muss tatsächlich nochmal auf die letzte Sendung ganz kurz eingehen, denn wir hatten dort ja eigentlich vor, einen Piloten, unseren waschechten Pilotenfreund Malte, zu Wort kommen zu lassen, den ihr aus der Folge Pilotenherz vielleicht kennt, eine der ganz frühen Folgen. Und wir hatten ihm eine ganze Reihe Fragen geschickt. Er hat es leider erst im Nachgang geschafft, zumindest eine davon zu beantworten. Das war jetzt just die, die ich aufgeworfen habt, zu dem Geheimcode der Stewardessen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, bist du ein Bob oder ein Philipp? Bob ist gut, Philipp ist Person I like to punch. Nur damit ihr es nochmal wisst. Und wir haben ihn gefragt, ob er das kennt. Er arbeitet für einen, wenn nicht den größten deutschen Luftbeförderer und das ist seine Antwort gewesen. Moin zusammen. Also ich habe diese Codes tatsächlich noch nie gehört und habe mich gerade nochmal hier im Kollegenkreis vergewissert, nachgefragt, aber auch dort kannte keiner die Begrifflichkeiten. Von daher bin ich mir nicht sicher, wo der Spiegeljournalist es jetzt her hat. Ich glaube, er bezieht sich irgendwo auf die Sun, sprich, vielleicht ist das im englischsprachigen Raum genutzt, wird es genutzt, aber bei uns sicherlich nicht. Ja, also sehr diplomatische Antwort. Er hätte auch sagen können, völliger Schwachsinn. Wir haben gedacht, die Sun ist ein Qualitätsblatt, da wird das schon stimmen. Aber es war auf jeden Fall lustig. Hört es mal euch an. Dann vielleicht als kleine Überleitung zur heutigen Folge und damit auch Überleitung zum Thema, hat der Sammer im Quickie einen total fröhlichen und gut gelaunten Artikel von einer gehirnfressenden Amöbe erzählt, die sich ein Strandbesucher in Israel, glaube ich, war es, oder? Ja, Israel. In Israel am Strand irgendwie den Kopf geholt hat und dann dummerweise von seinem zerfressenden Gehirn gestorben ist. Also es war wirklich, wir sind dann auf so eine richtig positive Note geendet. Und dann haben wir jetzt gedacht, gehirnfressende Amöben, da war doch was, Prollo. Was war denn da nochmal mit diesen gehirnfressenden Amöben? Ja, die ernähren sich, wie du richtig sagst, von Gehirn. Und damit sind sie nicht die einzigen Lebewesen im weitesten Sinne, die sich von Gehirn ernähren. Genau, und Matschgehirne, das haben ja auch meistens Zombies. Also worum geht's? Sag mal, du kannst es jetzt raushauen, wir können es jetzt. Ja, wir sprechen heute über die Untoten, über die Zombies, über die hirnfressenden
torkelnden Gestalten. Und das werde ich jetzt schon mal vorab erzählen. Ich werde auch gleich mal erklären, warum die eigentlich so torkeln und so Blut sabbern. Das ist ernährungsphysiologisch alles sehr gut erklärbar. Ansonsten ist das Spektrum ja ein breites. In der Tat. Also sag mal, du hast ja dich wahrscheinlich auch wieder top vorbereitet auf die Zombie-Apokalypse, sowieso zu Hause, aber auch heute pressetechnisch. Ja, absolut. Also ich werde heute berichten, in welchen Städten man echt nicht sein sollte, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Beziehungsweise ich werde natürlich auch sagen, wo es besonders gute Aussichten gibt, zu überleben. Außerdem werde ich auch noch mal ins Tierreich gehen und ein bisschen über Zombie-Hirsche erzählen. Ha! Allerdings wahrscheinlich erst zum Quickie. Okay, Zombie-Hirsche habe ich auch auf der Agenda, aber das lasse ich weg, weil es gibt auch noch andere Zombie-Tiere, die würde ich dann spontan ergänzen. Und ansonsten hatte ich für euch vorbereitet die Gründe, die Erfolgsaussichten und die Strategien beim Erleben einer Zombie-Apokalypse. Also wie kommt es dazu? Wie lange haben wir zu überleben? Wie viel Zeit haben wir, bis die Menschheit ausgerottet ist? Das wurde tatsächlich mal berechnet. Und welche Strategien wendet man an? Ich glaube, das haben wir alle irgendwo auf dem Zettel, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Ganz kurz, bevor wir den Beef doch noch mal aus dem Off zu Wort kommen lassen, lieber Schimli, welche Erfahrung hast du denn so mit Zombies eigentlich? Nun, zum einen bin ich großer Filmfan, das heißt, man hat doch die eine oder andere Berührung, weil Zombie ja auch ein beliebtes Motiv in vielen Filmen ist. Das Genre des Horrorfilms würde ohne Zombie doch stark reduziert sein. Ich könnte sagen, das andere, wer erlebte sie nicht, die Zombies auf der Arbeit, wo man denkt, ein bisschen Hirn fressen täte dir ganz gut. Ja, was ich eben beim Teaser nicht erwähnt habe, müssen wir mal schauen, ob es reinpasst in unsere Gute-Laune-Sendung, ist ja auch die Zombie-Droge. Die ist ja auch auf dem Vormarsch und da hatte ich hier in der Sendung auch schon mal von erzählt, die Szenen, die man erlebt. Ich war letztens vor 2-3 Jahren in Philadelphia und da habe ich jetzt just einen Beitrag gesehen über die Zombie-Droge in Philadelphia. Das werden wir verlinken, so ein Film, das ist unglaublich. Fentanyl ist das Stichwort, ganz, ganz schlimmes Ding. Aber mal schauen, ob es passt. Zombie-Droge, da denken wir natürlich sofort alle an unseren lieben Beef Rogers, der zugedröhnt zu Hause liegt. Und er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, um uns auch so ein bisschen abzuholen für das heutige Thema. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hallöchen zusammen. Ja, hier ist Beef Rogers und ich muss leider gestehen, ich befinde mich an der Vorstufe zur Zombie-Apokalypse. Ich habe die Männergrippe. Das ist, ja, kaum zu glauben, es ist unfassbar. Und was soll ich sagen? Ich hätte heute Abend sicherlich ein paar schöne Artikel gehabt, vor allen Dingen auch, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt. Da stecke ich natürlich gerne die Shownotes. Was mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist, da gibt es alle möglichen Tipps, wie man das machen kann, von Waffen und vor allen Dingen auch lernen, mit den Waffen umzugehen. Das ist das eine. Die sind natürlich je nach Land manchmal ein bisschen schwierig zu besorgen oder einfach nicht in Hülle und Fülle vorhanden. Deswegen macht es ja durchaus Sinn, sich auch nochmal Gedanken zu machen, so wie bei Shaun of the Dead, wo die gute alte Vinylschallplatte ja doch nochmal eine Renaissance erfahren hat und durchaus effizient eingesetzt werden konnte. Und genauso macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich im Vorfeld mal mit dem Thema Bumerang anschleifen und werfen, Diskuswurf, dass man das vielleicht als sportliche Disziplin auch noch ein bisschen ernster nimmt. Aber vielleicht auch mal sich im Baumarkt mal eine Astsäge besorgt, wo man einfach auf 2, 3, 4 Meter Distanz dann aktiv werden kann, falls einem die Zombies auf einen zukommen. Denn wie gesagt, je mehr Distanz zwischen Zombie und einem selbst ist an sich eine gute Sache. Naja, ich werde mal weiter meine Grippe fegen und pflegen und wünsche trotzdem noch einen tollen Abend. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Beef. Und man merkt, Schimli, auch der Beef ist ein Filmfreak. Der hat auch so die ein oder andere Anleihe sicherlich aus dem Kino jetzt hier mitgenommen. Das werden wir heute auch noch thematisieren, denn wir haben auch die allseits beliebte Fräulein Witzka quasi indirekt in der Sendung. Sie ist zwar
auf Reisen, aber hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, ein Experteninterview von unterwegs zu schicken. Quasi unsere Korrespondentin Real Life vor dem DVD-Schrank. Sehr unterhaltsam, werden wir später reinspielen, das kleine Interview. Und wir haben auch noch für die altgedienten Voll-in-die-Presse-Fans einen O-Ton von Karl-Heinz Ballermann. Den werden wir auch gleich noch hören, der uns völlig zu Recht auf eine Folge voll in die Presse, nämlich ich habe es recherchiert, Folge Nummer 3 Hinweis, wo wir schon damals, quasi vor 4 Jahren, die Zombie-Apokalypse heraufbeschworen haben. Ich sage noch nicht wann, wie und wo, das wird Herr Ballermann gleich sagen. Und um es abzuschließen, unseren kleinen Einstieg, gibt natürlich heute auch Good News und Bad News und den Social Media Roast. Good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. Yo, shit, shit, shit. Und weil ich jetzt so viel gelabert hat und heute für die Good News zuständig bin, würde ich sagen, fangen wir mit den Bad News an. Die Bad News kommen, wie so oft, einmal mehr vom Herrn Sommer. Und da muss ich jetzt mal schauen, wo ich den hab, nämlich hier. Ey, ich bin beim Seppen aus Versehen kurz ins Sommerinterview vom Friedrich Merz geraten. Und da hat er gerade was zur Bahn gesagt. Und zwar zu den Problemen oder zur Krise der Bahn. Als Lösung schlägt er vor, die Bahn müsse ihr Angebot drastisch reduzieren, weil sie überfordert sei. Ey, wie geil ist das denn? Erst spart seine Partei die Bahn 16 Jahre lang systematisch kaputt und dann sagt man, naja, jetzt schafft es nicht mehr, dann müssen wir leider das Angebot reduzieren. Wie geil ist das denn? Das ist ja unfassbar. Ja, fast Good News, Mann. Endlich mal ein konstruktiver Vorschlag. Du bist auch Pendler, Schimli. Was sagst du denn zu so einer Nummer? Sommer war ja sichtlich erregt, als er das gelesen hat. Ist natürlich sehr traurig, oder um es anders zu sagen, jeder Zombie würde an ihm verhungern. Aber ich bin ja sozusagen jetzt nach Corona, das ja auch gut als apokalyptischer Zustand hätte erlebt wurde von einigen, fast nur noch im Homeoffice. Das heißt, ich bin glücklicherweise jetzt unabhängig. Aber ich habe Kollegen, die immer noch jeden Tag gerade auch zwischen Köln und Bonn pendeln müssen und die das verfluchen. Ja, zu Recht. Aber sag mal, du hast es ja aufgebracht. Willst du auch noch einen Takt selber dazu sagen? Oder du hast? Ja, nur eine Kleinigkeit. Also angesichts der Zombie-Apokalypse, die droht, ist das ja auch wirklich eigentlich nur eine Kleinigkeit. Aber jetzt, man stelle sich mal vor, wir haben ja auch insgesamt Infrastrukturprobleme, Straßen, Brücken, Autobahnen. Man stelle sich vor, jetzt käme der Vorschlag, ja, marode Autobahnen, wir haben zu viele kaputte Brücken, wir legen einfach mal ein paar Autobahnlinien still und ja, dann haben wir das Problem nicht mehr, dann müssen wir da auch kein Geld mehr reinstecken. Das würde ja nie, da würde kein Schwein drauf kommen, da würde ein Riesenaufschrei geben. Aber bei der Bahn, ja, wo sich viele wünschen, dass sie einfach funktioniert und dass sie auch am Land ankommt und weiß nicht wo, ja, da geht man dann hin und sagt, naja, wenn sie nicht kann, dann machen wir sie halt kleiner. Ja. Ja, es ist ein schräger Vorschlag, vielleicht auch mal wieder populistisch, ne? Über Populismus haben wir auch schon gesprochen. Aber vielleicht wäre es eine Idee, wenn die Apokalypse wirklich kommt, allen Zombies einfach eine Bahncard zu geben, dann haben wir 20 Jahre gewonnen und das stimmt, können sie zum Ruhe vorbereiten. Dann kommen die nicht, meinst du? Wenn die Zombies die Bahn nehmen. Also ich würde mal sagen, bevor wir zu den Good News kommen, haue ich einfach noch mal ein ganz kurzes Jingle raus, weil mir der Mund echt langsam trocken wird und ich habe ein neues für euch. Mach mir Sorgen um den Biernachschub. Nach dem Kasten und dem anderen Kasten bleibt nur noch ein Kasten übrig. Ja, unser Bier-Jingle und Sommer, dein Bruder hat uns hier was zukommen lassen aus Österreich. Ich kann es noch mal auf Wurmhöringer, Premium Märzen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das hört sich sehr gut an. Ja, der ist ja öfter mal in Österreich, so einmal im Jahr wenigstens. Und der denkt dann an euch oder an uns. Ja, sehr gut. Es schäumt aber wie Sau. Ja, vielen Dank, lieber Bruder vom Sommer. Und das werden wir uns jetzt hier kredenzen. Und während vielleicht der Schaum ein bisschen niedriger geht, reiße ich ganz kurz die Good News an. Also
Good News, Bad News, lieber Schimli, das ist eine Rubrik, wo wir einfach nur ganz kurz so unser Highlight oder Lowlight aus der Medienwelt der letzten zwei Wochen kundtun. Nicht jeder Einzelne, sondern wir picken uns da eins raus und ich bin diesmal dran mit den Good News. Und meine Good News in gewisser Hinsicht war ganz generell der Artikel, in dem Fall aus Spiegel Wissenschaft, dass die Charité inzwischen den dritten Menschen in Deutschland von HIV geheilt hat. Das ist relativ spektakulär, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass weltweit überhaupt erst 6, je nach Zählweise schreiben die hier vielleicht sogar 7 Menschen als geheilt gelten. Es ist auch mit Sicherheit nicht der große Durchbruch, dass man jetzt keine Angst mehr vor dieser Krankheit haben muss. Aber wenn man so wie ich in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist und das Thema einfach dann irgendwie, ich stell mir mal vor, unsere Eltern, die haben da rumgepöppt wie die Wilden, irgendwie in irgendwelchen Kommunen, die haben sich nur einen Tripper geholt und so. Und irgendwann kam dann wirklich diese schlimme Krankheit und das war dann sehr präsent. Und ich finde es eine gute Nachricht, dass auch irgendwie das Geile an den Menschen, man kann sagen, die degenerieren in vielerlei Hinsicht, aber die Forschung, die lässt ja nicht locker, auch so Dinge zu überwinden. Und das war für mich definitiv eine positive Nachricht, wenngleich man sagen muss, die Menschen, zumindest die Deutschen, gibt 2 in Berlin und eben einen in Düsseldorf und das ist der 2. Berliner Patient, so wird er genannt, vor allem deshalb geheilt werden konnten, weil sie gleichzeitig Leukämie hatten, was natürlich doof ist, und dann durch eine Stammzellentransplantation eben die HIV-Infektion scheinbar losgeworden sind. Also normalerweise, man würde das jetzt nicht bei jemandem machen, der nicht diesen Bedarf einer Stammzellentransplantation hat, weil die ihrerseits sehr gefährlich ist, also ein gewisses Tödlichkeitsrisiko, schreiben hier 10% hat. Aber dass es überhaupt so Wege gibt, das finde ich meinen persönlichen Good News. Ist mal was ganz anderes. Über Viren, Viruserkrankungen werden wir bestimmt noch sprechen im Zusammenhang mit Zombies. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich finde, das war immer ein Thema. Ich kann es gut nachvollziehen. Mir fällt in dem Kontext immer Freddy ein. War damals ein ziemlicher Schock, als der gestorben ist, Freddie Mercury. Ja. Und also großartig, wenn man sich vorstellt, die Leute konnten ja auch jetzt ohne die komplette Heilung schon sehr gut leben mit den entsprechenden Medikamenten. Und der und viele andere sind seinerzeit noch daran krepiert. Ja, so ist es. Dennoch schützt euch beim Verkehr aller Art. Die nackte Kanone hat auch das vorgemacht. Vielleicht zieht ihr euch den Film nochmal rein, wo Frank Drebin zeigt, wie es aufgesetzt wird. Das ist richtig. Und wenn ihr sagt, okay, ich will absolut kein Kondom tragen, dann geht hin und lasst euch die PrEP verschreiben. Das ist noch eine Möglichkeit, aber wie gesagt. Was ist denn die PrEP? PrEP ist ein Medikament, das die Infektion verhindert. Oh, das ist in der Schulenszene recht verbreitet. Das gibt es. Weil, wenn man damit aufwächst und das erlebt, dann gab es ja die Generation, die nur in Angst aufgewachsen ist und nicht jeder erinnert sich dran, beim Sex macht man immer viele unvernünftige Sachen. Ja, also auf jeden Fall. Aber ich habe dann immer gedacht, meine Eltern, das waren halt so Hippies, die konnten freie Liebe praktizieren. Und bei uns war das irgendwie schon ein Killer, so ein Lustkiller, dass das so mitschwingt, finde ich. Deswegen Good News für heute, diese Nachricht. Und Virus wäre jetzt vielleicht auch die Überleitung zu unserem Zombie-Thema, denn Viren sind ja auch häufig, ich werde es gleich noch vertiefen, ein Grund für die Zombie-Apokalypse, die da vielleicht kommt. Erstmal Prost vielleicht, also Prost, die Bier ohne Biergeschmack trinken und uns die Bier mit Biergeschmack trinken. Und dann würde ich sagen, so als Einstimmung, wenn ihr einverstanden seid, würde ich nochmal unseren werten Herrn Ballermann zu Wort kommen lassen, weil der hat natürlich auch zu Recht erzählt, was die Zombie-Apokalypse mit voll in die Presse zu tun hat. Wir sind da wirklich, hatte ich völlig vergessen, ganz vorne mit dabei. Ja, moin zusammen, hier ist Karl-Heinz Ballermann. Und zum Thema Zombie-Apokalypse kann ich eigentlich nur eins beitragen, nämlich, dass wir das ganze Szenario eigentlich schon mal durchgespielt hatten. Nämlich im
Zusammenhang mit der Lindenstraße, als sie eingestellt wurde. Da war ja unser Plan eigentlich oder unsere Vorhersage, dass sich die Nachbarschaft bekriegt, so mit Sahnetorten sich total zuschmeißt und sich dann letztendlich so die letzten Nachbarn dann in dieser Taverne verschanzen. Und das war deren Glück, weil dann in dem Moment die Zombies in die Lindenstraße einfallen und versuchen dann auch dieses Lokal zu stürmen. Und nach meiner Erinnerung hat man die dann mit Spezialsahnetorten platt gemacht, die Zombies. Da war irgendwas drin, Silber oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat man da einen Großteil abgewehrt und Mutter Beimer hat dann, glaube ich, den König-Zombie totgehauen. Und zwar mit so einem Stuhlbein von so einem Barhocker und hat dann nachher, weil das ist ja aus Eiche, ne, hat die dann diesen Stuhlbeinhocker, also so ein Bein davon, erst ins Herz rein von dem König-Zombie. Aber das hat nichts genützt, weil das sind ja Zombies und keine Vampire. Und dann in den Kopf rein. Und dann war da Schicht im Schacht. Und dann haben die gewonnen. Ja. So, mach's gut zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich so weit getrieben haben. Und dann haben die gewonnen. Ich glaube, dass die letzten 90% sind ausschließlich in Ballermanns Kopf passiert. Ich glaube auch, weil ich kann mich da echt überhaupt nicht mehr... Ich weiß, dass wir über die Lindenstraße und die Zombie-Apokalypse in der Lindenstraße gesprochen haben. Und zwar in der Folge voll in die Presse. Nummer 3, da waren wir noch ganz jung. Wie heißt das Restaurant noch? Sarikakis oder so ähnlich? Ne? Ja. Akropolis. Und der Wirt heißt Sarikakis oder so war der doch. Genau. Und die Folge heißt Geisterfahrten, Umweltschutz und Stinkefinger. Also wer sich das nochmal reinziehen will und den Ballermann widerlegen oder bestätigen möchte, ist herzlich eingeladen. Folge 3. Ja. Sehr gut. Das haben wir noch im Bonanza-Bus gemacht. Da haben wir uns Gefahren ausgesetzt auf so einem Parkplatz. Also in so Zombie-Filmen passiert das ja auch häufig auf so Parkplätzen, weil die brauchen ja so eine gewisse Fläche. Die stehen irgendwo oder auf der Schule, auf dem Sportplatz und um die Tribüne kommt dann so eine Horde Zombies geschlichen, die da aber immer, fast immer bis auf wenige Ausnahmen, sehr langsam laufen. Zumal wir uns ja auch fast immer in der Dämmerung auch getroffen haben. Ja, also Parkplatz, also wir waren in der Dämmerung. Echte Danger Seeker. Ja. Aber weißt du, warum Zombies so langsam laufen? Ist das wegen Matschgehirn? Oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob man, also ich würde mal sagen, in 80% der Filme tun sie das. Aber wenn du World War Z gesehen hast, dann waren das ja Zombies auf Speed. Also ja, ja, und auch, glaube ich, 28 Days, sind sie auch um schnell, diese Wutgeschichte. Genau. Das werden wir auch gleich noch in unserem Interview lernen, das gibt Ausnahmen, aber so gemeinhin ist der Zombie so eher so ein langsamer Idiot. Ich glaube, das hilft aber auch, weil bei dem Zombie-Film geht es ja gar nicht um die Zombies. Es geht ja eher darum, wie verhalten sich die Menschen untereinander angesichts dieser Apokalypse und wie brüchig sind menschliche Beziehungen oder die ganze Zivilisation, die wir aufgebaut haben. Das hat ja nochmal einen riesigen Schub genommen durch The Walking Dead, die das dann wirklich durch die Comics auch super beleuchtet haben und dann also ganz akzeptabel in der Serie umgesetzt haben. A Walking Dead ist eine Comic-Verfilmung einer Comic-Vorlage. Ja. Aha. Also man muss dazu sagen, wir haben dich jetzt vielleicht nicht gut genug vorgestellt. Du bist ja auch, kann man sagen, ein begeisterter Buchwurm und Comic-Fan. Genau. Also definitiv. Also, so die klassischen Nerd-Sachen. Ja. Comics, Bücher, Filme, Gesellschaftsspiele. Also ihr müsst euch mal vorstellen, als ich das erste Mal in deine Wohnung, das ist eine andere Wohnung, als in der du heute wohnst, aber vor vielen, vielen Jahren gekommen, bestimmt 20 Jahre her, über 20 Jahre, da hattest du selbst über der Tür Bücherregale. Also das war ja damals zu Studentenzeiten, hatten wir alle keine großen Wohnungen, aber da war, glaube ich, kein Zentimeter ungenutzt. Heute wäre das sehr aktuell wegen der Heizkosten. Man hatte eine gute Dämmung gleich im Haus. Ja, und Zombieschutz vielleicht. Dann hast du sowas, was an die Zombies auffällt. Also die Hardcover, wenn ich mit einer Vinylplatte einen Zombie erledigen kann, wie in Shaun of the Dead, dann kann ich auch mit einem Hardcover jemanden umhauen. Also das würde ich nicht ausschließen. Ja, ganz bestimmt. Ja, ich sehe schon, wir sind richtig im Thema drin. Jetzt müssen wir uns mal gerade sammeln und überlegen, wo wir am besten einsteigen. Ich würde sagen, wir müssen die Zombie-Apokalypse auch so ein bisschen entwickeln. Also warum eigentlich? Hat einer einen Beitrag, wie eigentlich die Zombie-Apokalypse, also was können da so Gründe sein? Oder überlegt mal, was sind die typischen Gründe für die Zombie-Apokalypse? Tja, Infektionsgeschehen, Mutationen,
Du hast es ja eben schon irgendwie erwähnt mit den Viren. Ich ahne, da kommt jetzt irgendwas in der Richtung. Also ich muss mich mal outen, ich bin absolut kein Zombie-Experte. Ich würde auch sagen, die falsche Fledermaus gegessen oder irgendwo. Ich glaube, das Zombie ist dann auch so ein bisschen die Reaktion auf Umweltzerstörung, dass irgendwelche Viren entdeckt werden in Plätzen, wo vorher noch kein Mensch gewesen ist, die man besser auch nicht besucht hätte. Ja. Und dass sich das dann so entwickelt. Also ich halte das mal ganz kurz, weil das jetzt wirklich nur als Einstieg dienen soll. Ich werde bei meinen angeteaserten Themen ein bisschen zerfasern, weil wir, glaube ich, alle das haben. Aber als Einstieg sind hier mal auf dieser Webseite, das ist eigentlich von einem Escape Room. Da kannst du auch so ein Zombie-Apokalypsen-Escape Room-Spiel buchen. Und die haben mal zusammengetragen, tatsächlich 5 wissenschaftlich belegbare Gründe, wie eine Zombie-Apokalypse entstehen kann. Ich nenne sie nur kurz, wir werden das jetzt nicht vertiefen, weil das ist hier teilweise sehr schön ausziseliert. Also der erste Grund, Parasiten im Hirn. Das wäre so ein Thema für unseren Freund Reinher, der Biologe ist und letztes Mal schon was über Parasiten erzählt hat. Also Parasiten, die müssen sich ja irgendwo einlisten und die steuern dann sozusagen das Gehirn dieser Person, damit die eine bestimmte Verhaltensweise zeigen, hier geht es um eine Ratte und eine Katze, damit der Parasit eben überlebt. Ne? Der steuert dann sozusagen sein Wirt. Dann zweiter Grund, Neurotoxine bzw. Gift. Ich glaube, das ist auch so klassischer Filmstoff. Die kommen mit irgendwas in Berührung, was das Gehirn matsch werden lässt. Und verwandeln sie sich halt in Zombies. In die gleiche Richtung geht das Thema Neurogenese. Wir sind alle keine Wissenschaftler, aber wisst ihr, was Neurogenese ist? Wenn Genese irgendwas mit Genetik zu tun hat, dann richtig. Ist man eine Veränderung der neuralen Strukturen durch genetische Mutationen. Quasi Zombies aus dem Labor ist hier das Stichwort. Also gezüchtete Zombies. Frankenstein ist vielleicht kleines Beispiel oder halt so irgendwie so Viecher, die halt durch irgendwelche Experimente in Wuhan oder sonst wo zustande kommen. Dann vierter Grund, Zombie-Bots, also Technik-Zombies, also Roboter, also dass sie halt Cyborg-Zombies kreieren. Und dann, und das hatten wir eben, das ist quasi der Hook, das Wutvirus. Wenn du den Film 28 Days Later gesehen hast, dann weißt du bereits, wovon die Rede ist. Da ist es dann eigentlich das, was man heutzutage tatsächlich, finde ich, in der Gesellschaft am ehesten beobachten kann, dass Leute werden einfach assi. Die flippen aus wegen jeder Scheiße, rasten aus, sind halt angry motherfuckers oder so weiter. In den USA sieht man ja auch, wie die aufeinander zugehen. Da verfällt so richtig der Stil und so. Alles, was man mal hatte. Vielleicht war das immer schon so, aber ich habe das Gefühl, die Hüllen fallen. Leute, lassen es einfach mehr raus. Und sag mal, du hast ja bestimmt auch mal so einen Wutzombie im Straßenverkehr erlebt. Ich habe jetzt gerade so einen Wutzombie im Fernsehen gesehen. Der hat irgendwie so ein komisches weißes Tuch am Ohr gehabt. Also das fand ich jetzt auffällig. Ansonsten ja klar, Wutzombies gibt's überall, sieht man ja auch Michael Douglas Falling Down, das ist ja wunderbar auch dargestellt. Großartiger Film. Großartiger Film, wirklich. Und ich möchte aber jetzt unbedingt, obwohl das gar nicht geplant war, das dauert nur eine knappe Minute, auf deinen ersten Punkt eingehen, was du gesagt hast. Das ist nämlich total geil, weil das wirklich so ist mit den Parasiten und das zeigt, wie ernsthaft dieses Thema Zombies ist und dass man darüber nicht so das so weglächeln sollte, sondern dass es einfach wirklich ein todernstes Ding ist. Und zwar haben dänische Forscher zu Zombie-Fliegen was herausgefunden. Und zwar gibt es Fliegen, die von einem Pilz, also einem Parasit befallen werden. Und dieser Pilz, das ist die Besonderheit, und das stellen die Forscher heraus, hat die Eigenschaft, die jetzt nicht direkt zu killen, diese Fliegen, und seine Sporen dann abzuschießen, um sich irgendwie zu vermehren, sondern der hat die Eigenschaft, die noch irgendwie 5 Tage am Leben zu halten, während er sie schon auffrisst von innen, und zwar mit dem Hintergrund, dass diese Fliegen noch weiter Kontakt zu anderen lebenden, gesunden Fliegen suchen, die dann auch wieder durch diesen Pilz befallen werden können.
Und zwar über Sex. Also es sind, glaube ich, Zikaden. Also in meinem Artikel sind es Zikaden, aber vielleicht ist der Pilz auch bei den Fliegen. Ja, vielleicht ist er auch bei den Fliegen. Hier geht es definitiv um Fliegen, nicht um Zikaden. Okay. Und die Forscher vermuten, weil die Frage ist ja tatsächlich, wieso klappt das, dass die die Fliege quasi auffressen und die Fliege aber davon nichts merkt? Die gehen davon aus, dass die so, ich glaube, die vergleichen das mit Amphetaminen, dieser Pilz einen Stoff entwickelt wie Amphetamine, die Fliegen so noch auf einem hohen Energielevel belassen oder dass es ihnen so erscheint. Und in echt sind sie aber schon sozusagen als Untote unterwegs. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Muss der Reinherr mal bei Gelegenheit Stellung zu nehmen. Also ich habe ja ganz viel mit so Zombie-Tieren gefunden. In dem Fall war das jetzt auch eine Plage aus den USA. Und da schreiben die so plakativ, sexuell übertragbarer Pilz macht Billionen von Zikaden zu hypersexuellen Zombies. Also sehr schön auf den Punkt gebracht, lieber Fokus. Und das ist echt nicht völlig aus der Welt, diese Zombie-Apokalypsen. Ob es wirklich zu einer Apokalypse wird, werden wir ja schauen und wie man sich davor retten kann und wo man sich da am besten aufhält. Aber ich glaube, wir haben es jetzt so ein bisschen abgeholt und gibt es eigentlich eine amtliche Definition von Zombie, so gemeinhin? Also ich habe natürlich hier die Wikipedia offen, aber wir können es ja auch ohne Wikipedia machen. Wie würde man Zombie beschreiben? So. Also irgendwas mit dem Hirn ist nicht in Ordnung. Gehirntod, langsam, sieht scheiße aus. Wahrscheinlich stinkt er auch, ich habe aber noch keinen gerochen. Mundgeruch wahrscheinlich. Ist böse. Ja, aber sind sie das? Sind Zombies wirklich böse? Das ist ein gutes Stichwort. Denn Moral sehe ich bei Zombies eigentlich nicht. Ja, und vor allem Zombies, ich werde jetzt diesen langen Artikel jetzt nicht im Detail durchgehen, aber Zombies, wie wir sie jetzt hier beschreiben, sind letztendlich auch nur so ein Produkt der Filme des 20. Jahrhunderts. Also die Figur des Zombies, das kann man sich dann schön in den Shownotes nochmal durchlesen, ist nicht zwangsläufig aggressiv, ja, und in anderen Kulturen, hier ist zum Beispiel die Karibik genannt, ist letztendlich so diese gestorbene Figur auch so allgemein als dienendes Wesen unterwegs, ja, und also das hat der Begriff und auch dieser Typ des sozusagen versklavten Toten. Das hat eine längere Historie und dass wir jetzt von Killer, sabbernden Killern sprechen, ist letztendlich im Wesentlichen eine Kreation der Filme, die wir hier alle zahlreich konsumieren. Also vom Ursprung her, ich nehme mal so die zwei klassischen Stichworte Kolonialismus und Rassismus. Der Begriff ist halt, je nachdem, wo man sich befindet und in welchem Jahrhundert, auch völlig anders zu verstehen. Habe ich da was eben, Entschuldigung, von Dina gehört? Ja, so ich müsste die Stelle jetzt finden, aber letztendlich so ein bisschen im Sinne von, so eine spukende Totenwache, wenn man so will. Ja. Nein, ich habe auch irgendwo was tatsächlich gelesen gehabt, dass das angeblich aus Haiti kommt, wo irgendwelche Priester Menschen unter Drogen gesetzt haben und dann in diesem Dämmerzustand versklavt haben eigentlich, dass die sozusagen Zombies sind ja auch gemeinhin so Rudeltiere, ne? Da ist ja nicht ein Zombie so ein Individualist, sondern die rennen ja alle so wie Lemminge immer so in Gruppen rum in der Regel und da passt das auch ganz gut, dass sie die halt einfach so betäubt haben, das Gehirn ausgeschaltet haben und die dann für sich auf irgendwelchen Plantagen haben arbeiten. Dann sind die Opfer. Dann sind halt Zombies Opfer. Sind die nämlich eigentlich die Opfer. Ja. Opfer oder die Antwort auf den Fachkräftemangel. Ja, aber lässt das Ganze dann in einem ganz anderen Licht erscheinen. Diener, Opfer, also die Zombies werden auch irgendwie dann, so nehme ich das jetzt mit, einfach zu Unrecht auch als so Scheißtypen dargestellt. Ja, das liegt aber vor allem auch, muss man sagen, an der Ernährung. Und letztendlich ist es ja so, ich habe hier ist schon ein bisschen älterer Artikel
aus dem YouTube-Videocast Wir werden alle sterben, den ich insgesamt vom Konzept her sehr empfehlen kann. Und die haben sich vor mittlerweile fast 6 Jahren mal zu Halloween ja im Wesentlichen mit Zombies beschäftigt. Und was man eben feststellen kann, letztendlich durch die Hirnfresserei kommt der Zombie recht schnell zu einem Vitaminmangel und zu Mangelerscheinungen generell. Das Hirn ist halt nicht besonders nahrhaft und dadurch bekommt er nicht nur eine komische Hautfarbe, sondern hat dann auch so die typischen blutigen Zähne. Beides Folgen von Skorbut unter anderem. Und was noch hinzukommt, das ist eigentlich auch interessant zum Thema Seuche, der Zombie ist halt eine Hochrisikogruppe für Prionenerkrankungen. Das ist, ich lese das jetzt mal hier vor, ohne wissenschaftlich da das Ganze durchdrungen zu haben. Also Prionen sind falsch gefaltete Formen körpereigener Proteine und die bringen andere Proteine wiederum dazu, sich ebenfalls falsch zu falten und zu verklumpen. Stichwort Rinderwahnsinn. Und sowas bildet sich halt fort. Und wenn man das Hirn natürlich routinemäßig frisst, hat man sich halt auch schnell was gefangen. Ja, die falsche Kuh gegessen, den falschen Menschen und zack, erkrankt. Und ja, tatsächlich gab es in Papua-Neuguinea wohl schon länger, ja, seit Jahrhunderten, eine Krankheit namens Kuru, die auch durch das dort offenbar ortsübliche Essen menschlicher Gehirne übertragen wurde. Ja? Und so ist der Zombie eben auch eine Risikogruppe. Und wenn man dem Zombie letztendlich, das ist der Tipp hier, aus der Serie, wenn man dem Zombie mal wirklich was Gutes tun will, da gibt man ihm einfach vielleicht mal eine Vitaminpille oder auch eine Orange. Und dann wird er vielleicht sogar zutraulich. Sieht ja nicht mehr so scheiße aus, meinst du? Sieht, ja, weiß ich nicht, ob man da noch was zurückdrehen kann. Oder man empfiehlt den Menschen nur aus Herdehaltungsstufe 4 zu essen. Ja, genau. Freilaufende Menschen in Freilandhaltung. Und eben auch viel Sonnenlicht. Also besser in der Uni-Wildern. Ich würde noch mal ganz gern ein Wort noch schnell zu Haiti, weil ihr sagtet, dass das da möglicherweise herkommt, sagen. Ich habe recherchiert, dass das Stichwort, das ist jetzt ein bisschen so ein Synonym für Zombie, Wiedergänger, kennt die Menschheit wohl in den verschiedensten Ecken dieser Erde und das auch schon seit Tausenden von Jahren. Also jetzt kann man das wohl dann nicht nur auf Haiti beschränken. Und es gibt, und das weiß man, dass das so ist, auch seit Tausenden von Jahren schon so ist, weil man sogenannte Wiedergängergräber gefunden hat. Unter anderem, ich habe ja eins gefunden, was haben sie 4.500 Jahre altes Grab in Sachsen gefunden. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wer es nicht auch gelesen hat, woran erkennt man ein Wiedergängergrab? Dass er ausgebuddelt ist oder Hand guckt da so raus? Nein, also Frollo, noch ein Tipp oder hast du es? Vielleicht eine Lasche an der Grabplatte? Nee. Türklingel. Nee, also der Wiedergänger war wohl jemand, vor dem man Angst hatte. Also das sind wohl Leute, die gestorben sind und von denen man auf keinen Fall wollte, dass die wiederkommen. Diese Wiedergänger, die wollte man auf keinen Fall nochmal sehen. Und da hat man Folgendes gemacht, man hat die begraben und dann hat man im Grab noch, also nicht erst Erde drauf, sondern auf die Leiche drauf, einen schweren Stein quer drüber gelegt, damit der bloß unten bleibt und dann erst zugebuddelt. Und ein ganz fieser Profitrick, man hat die einfach mit dem Kopf nach unten begraben und die buddeln heute noch die meisten. Das gibt es tatsächlich mit dem Gesicht auch in die Erde rein, das soll auch helfen, damit die nicht eben als Wiedergänger auf der Erdoberfläche wieder erscheinen. Mann. Ja, apropos, du hast eben das gesagt, dass die Menschen aufpassen müssen, was sie fressen oder dass das auch die Gefahr ist, wenn man was frisst. Und da, lieber Sammer, habe ich auch, du hast das eben schon angeteasert, unter der Woche gelesen in Vorbereitung, dass in den USA tatsächlich 2 Jäger gestorben sind, weil sie einen sogenannten Zombie-Hirsch gegessen haben. Da hast du doch ein Stichwort parat zum Thema Zombie-Hirsch. Wir haben ja schon die Zombie-Fliege, die Zombie-Zikade gehabt. Zum Glück noch kein Zombie-Bier. Apropos, kannst du mir noch eins geben? Und was ist der Zombie-Hirsch? Der Zombie-Hirsch ist das, was der Prollo eben beschrieben hat. Der Zombie-Hirsch ist einer, der falsch gefaltete Proteine im Hirn hat
Und deswegen, so ähnlich wie die Rinder, auch erkrankt und sehr seltsame Bewegungsmuster zeigt. Schaum vom Mund, struppiges Fell, keine Angst vor Menschen und dann irgendwann eben elendig krepiert. Und es ist nicht so richtig günstig, deren Fleisch zu fressen. So ähnlich wie beim BSE, vor allen Dingen nicht Gehirn und Rückenmark und solche Geschichten. Und das ist wohl in den USA, die zwei, die du erwähnt hast, denen zum Verhängnis geworden. Ja, finde ich eine total krasse Geschichte. Also das ist alles ganz lustig hier, Thema Zombie-Apokalypse, aber ist auch nicht komplett aus der Welt, würde ich sagen. Ne? Also man kennt vieles aus Filmen, aber es ist auch durchaus realistisch. Und ich realisiere gerade in der Sekunde, weil der Sammer mich so mitleidig anguckt, dass ich dir, glaube ich, den Quickie kaputt gemacht habe. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ein Typ wie du hat doch immer einen zweiten in der Tasche. Genau, ich tausche jetzt einfach. Ich hab noch was, was man persönlich wirklich alles dabei haben sollte, Top Ten, um so einen Zombie-Angriff zu überleben. Ja, sehr gut. Eins, was man auf jeden Fall dabei haben sollte, ist Bier. Deswegen gehen wir mal in die zweite Runde Bier. Herr Sammer, öffnet sich gerade das gute alte Heineken 0% und ich habe jetzt vom Prollo ein Schmackes Hell gereicht bekommen. Da schenke ich dir auch mal einen Schluck von ein. Das kenne ich sogar, es schmeckt sehr lecker. Mit Schmackes geht es jetzt weiter hier. Und vielleicht darf ich ganz kurz, wir haben ja hier einen Filmfreund am Tisch und ich würde sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir nochmal ganz kurz in die Kinowelt einsteigen. Und als kleinen Einstieg zu dem Interview, was ich euch versprochen habe, muss ich mal einen Filmtrailer abspielen, wo ich ohne Scheiß bis zur Vorbereitung von dieser Sendung immer dachte, das ist eigentlich ein Joke. Das gibt's gar nicht. Es ist aber ein veritabler Film. Ich weiß nicht genau von wann, aber allein der Trailer ist schon richtig geil. Das ist er, der Schocker, der neue Reißer, der ihnen das Blut gerinnen lässt. Der neue Film von Lucio Fulci, den die Fachwelt den Meister des Schreckens nennt. Sind Sie endlich in Kontakt? Ein Zombie hing am Glockenseil. Ja. Also sehr geil. Alle, die wissen, was oder nicht wissen, was ich meinte, ich kannte nur den. Ein Zombie hing am Glockenseile. Boah. Tom Gerhardt hat das immer gesagt in seiner Assi-Rolle da mit der Lederkutte. Und ich dachte immer, das ist ein Scherz von dem. Und dann wollte ich eigentlich diesen O-Ton hier googeln und dann finde ich diesen Film. Und allein der Name, kannst du noch mal gerade wiederholen, Schimli, Lucio. Lucio Fulci, ein Zombie hing am Glockenseil. Ist also ein Klassiker des 70er Direktor, Jahres. Den kennt man wirklich. Ich habe erst gedacht, Das ist echt ein Scherz. So heißt doch kein Direktor, kein Director. Aber neben Oscar Romero, einer der bekanntesten Horrorregisseure, der das Genre wiederbelebt oder und der Film, vorne gebracht der Film hat. Muss großartig sein. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Jingle. Und hört euch das an. Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben, macht Ihren Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Ja, aber die Trailer waren damals halt auch so. Das ist großartig. Komm, hier einen noch. Was nützen Dolche gegen Zombies? Vor allem gegen den, der am Glockenseil hing. Das ist doch der Typ aus dem siebten Sinn, oder? Ja, das ist so. Achtung, das ist Peter. Peter fährt einen Gabelstapler. Ich finde es großartig. Also ich habe den Film immer noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich muss ihn mir reinziehen. Ich habe gesehen, bei YouTube gibt es ihn zufälligerweise in voller Länge, hat den einer da hochgeladen. Wahrscheinlich ist er schon gemeinfrei, weil er so alt ist. Naja, aber hast du den gesehen? Vor vielen Jahren. Also Zombies sind ja, oder Horrorfilme allgemein, sind nicht so ganz mein Spezialgebiet. Ich bin viel zu schreckhaft dafür. Aber das ist schon ein Klassiker, den man ein Zombie hing am Glockenseil. Großartig. Geiler Titel. So, und das soll auch vielleicht der Startschuss sein. Wir hatten ja euch die Fräulein Witzka versprochen. Und so als kleinen Exkurs haben wir jetzt ein Interview für euch von unserer rasenden Reporterin. Die werden wir jetzt immer als Field Reporterin einsetzen. Fräulein Witzka im Interview mit Senior Incognito vor dem heimischen DVD
Schrank. Hallo, liebes Voll-in-die-Presse-Team. Fräulein Witzger hier, die leider heute nicht persönlich anwesend sein kann. Aber als Entschädigung gibt es diesen Audioschnipsel und ich habe sogar jemand Hochkompetenten mit an Bord und das ist... Guten Abend, ich bin eine Signore Incognito. Ja, auf jeden Fall ist der Signore ein ganz, ganz großer Kenner der Zombie-Filme. Und du hast uns heute ein paar Sachen mitgebracht. Was hast du denn da vor dir liegen? Ja, ich möchte zum ersten Mal anfangen mit einer Neuerwerbung eines Filmes, den ich noch nicht allzu lange kenne. Und passend zum Podcast beginnen wir mit den Pressestimmen zu dem Film. Ich fange an. Blu-ray.com, die berühmte Website, schreibt, bietet genug Blut, Gedärme, Zombies und Möpse, um die primitivsten fleischlichen Filmgelüste zu befriedigen. Bulletproofaction.com schreibt, wird zwar nicht als Nummer 1 Hit in die Geschichte eingehen, ist aber auf jeden Fall lustig. Nicht ganz zuletzt filmchecker.wordpress vermutlich, obwohl das hier falsch geschrieben ist, schreibt, egal was The Asylum anfasst, es wird aus irgendeinem Grund erfolgreich. Hervorragend, aber zu was für einem ganz unglaublich grandiosen Film gehören denn diese Pressestimmen? Das klingt ja vielversprechend. Ja, da es hier um Zombie-Filme geht, das wissen wir ja schon, das Genre, das wäre sonst hervorragend gewesen zu erraten. Der Film heißt Dead Seven, sie sind schneller als der Tod, in der Uncut-Version selbstverständlich. Und die Darstellerliste liest sich, die Schauspielerliste liest sich sehr prominent. Ich fange einmal von unten an. Eric Michael Estrada, A.J. McLean, Jeff Timmons, Joey Fatone und Nick Carter. Also für alle Millennial-Mädels, die jetzt schon anfangen zu kreischen, wie es bei mir innerlich gerade passiert, das ist tatsächlich ein Zombie-Film, der gedreht wurde in Kollaboration zwischen einzelnen Personen der Backstreet Boys und NSYNC. Oh mein Gott. Was passiert in diesem großartigen Film? Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung. Wir haben den zwar geguckt, aber es ist unfassbar schwer, diese zusammenzufassen. Ich kann mal im Klappentext vorlesen vielleicht. In einer postapokalyptischen Welt, in der Untote die Macht übernommen haben, soweit so wie immer, soll eine Gruppe todesmutiger Revolverhelden, und das sind dann die Backstreet Boys und NSYNC, eine Kleinstadt von einer Zombie-Plage befreien. Jack, Nick Carter, machte sich zur Aufgabe, die Ganzlinger und einen modernen Samurai in einem umschlagbaren Team, den Dead Seven, zu vereinen. Wenn man jetzt den Film gesehen hat, dann fragt man sich, ab wann es sieben sind, weil die Besetzung dieser Truppe, ich glaube, 10 bis 20 Mal wechselt während des Films. Immer mal wieder einer stirbt, einer verliebt sich an eine Prostituierte und brennt mit ihr durch, ein anderer bleibt einfach in der Stadt, in der sie zwischendrin sind. Es ist ein bisschen... ja, schwer nachzuvollziehen. Aber das Besondere an diesem Zombie-Film, und das hatte ich so auch noch nicht bei anderen gesehen, fand ich ja, dass da auch Fallen für die Zombiejäger aufgebaut wurden. Unter anderem ein Hurenhaus, in das sie dann von den Damen gelockt wurden, um dann da drin zerstückelt zu werden. Also ja, wirklich, erst mal im Keller angekettet und dann zerstückelt zu werden. Entschuldigung. Die weiblichen Reize sie selbstverständlich unproblemlos in den Keller locken. Ja, was haben wir... da sonst noch an Filmmaterial? Wollen wir nicht weiter über den sprechen? Ich will nie wieder über diesen Film sprechen. Ich möchte eigentlich auch nie wieder über diesen Film nachdenken. Gut, ein weiteres Trash-Meisterwerk hätte ich hier noch mitgebracht. Das ist der berühmte Planet Terror, den wahrscheinlich jeder einmal gesehen hat, der Trash-Filme mag, von Robert Rodriguez. Beworben als Robert Rodriguez actiongeladenes Gegenstück zu Quentin Tarantinos Death Proof, todsicher, was auch immer das soll, weil die beiden Filme haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber wie auch immer, hier geht es um ein biologisches Experiment, das schief geht und dann eine komplette Kaserne mit sämtlichen Soldaten unter Anführern von Bruce Willis als Colonel, den er da spielt, in Zombies verwandeln, deren Gesichter nach und nach schmelzen, selbstverständlich. Auch hier kommen mehrere sexy Schönheiten, die dann gegen diese Zombies kämpfen müssen und das Hauptgadget dieses Films, den ihn unterscheidet von allen anderen, sind, dass ihr bei der einen Hauptdarstellerin das Bein amputiert und durch ein Maschinengewehr ersetzt. Was ich persönlich unglaublich sexy finde. Also wenn ich mal eine Prothese brauchen sollte, dann möchte ich auch bitte, dass das durch eine entsprechende Waffe geschieht. Ich zitiere noch einmal von der DVD-Kladde, gut nur, dass das alles augenzwinkernd und mit rabenschwarzem Humor erzählt wird. Wäre mir nicht aufgefallen. Gut.
Ich habe aber tatsächlich auch noch einigermaßen gute Filme mitgebracht, tatsächlich, beziehungsweise Filme, die ich persönlich sehr gut finde. Da haben wir zum einen das Dawn of the Dead Remake von 2004. Einer der Klassiker der Zombie-Filme, wo man ganz klar sagen muss, schon der Original Dawn of the Dead hat ja das Zombie-Genre geprägt. Und dieses zum Beispiel Remake von 2004 sicherlich die neue Zombie-Welle Anfang der 2000er wesentlich geprägt. Mit großartigen Szenen wie einer Verbarrikadierung des... wer heißt das? In the Mall. Ja, ja. Und einem Scharfschützen-Wettbewerb auf eine Horde Zombies mit dem Waffenladenbesitzer von gegenüber. Auch wirklich ein sehr, sehr guter Klassiker. Also gerade das Remake finde ich großartig. Und das ist auch einer der wenigen Zombie-Filme, den ich mag, muss ich sagen. Ah ja, genau. Und einer der Frühwerke von Zack Snyder. Das muss man ganz klar sagen. Das hatte ich gar nicht am Schirm. Ja, ja, musste gerade tatsächlich nochmal gucken, aber der hat Zack Snyder für Ruhm beruht unter anderem darauf. Und dann haben wir noch zuletzt auch ein absoluter Klassiker, der ein bisschen andere Wege geht, 28 Days bzw. 28 Weeks Later. Kombination der beiden Filme habe ich hier vor mir, also eine Doppel-DVD-Box. Da geht es eher darum, dass das Virus quasi die Menschen nicht untot macht, sondern in rasende Wut versetzt, sodass sie sich gegenseitig zerfleischen, also das Rage-Virus hier. Was natürlich genauso zu Zerstörung und Verwüstung führt, spielt in England tatsächlich. Wunderschöne Aufnahmen der schottischen Weiten, muss man ganz klar sagen, in dem Film. Cillian Murphy hier in der Hauptrolle spielt eine Patientin, der quasi auf der Intensivstation aus dem Koma erwacht und in die völlig zerstörte Zombie-Welt stolpert. Und der Spiel ist grandios. Das ist wirklich... Ja, ja, ja. Da. Aber dann haben wir doch schon mal einen wunderbaren Abklatsch über die besten und schlimmsten Zombie-Filme. Die wichtigsten. Nennen wir es die wichtigsten Zombie-Filme. Wunderbar kuratiert hier im gemeinsamen DVD-Regal. Eine der schönsten Ecken, die es da gibt. Mehr gerne bei späteren Aufnahmen und Themen. Eine Sache, die ich noch versprochen hatte und die ich hiermit natürlich auch noch gerne mitgeben möchte, ist, wie man sich denn richtig als Zombie schminkt. Ganz, ganz wichtig bei der Geschichte, nicht einfach nur Farbe verwenden oder so, sondern es muss auch ein bisschen Haut abblättern. Und um das mal nachzumachen, habe ich den ultimativen Tipp. Ich hätte sie euch auch mitgebracht, jetzt liegen die Dinger hier bei mir rum. Das sind die großartigen Peel-Off-Gesichtsmasken. Also die Dinger, die man sich aufs Gesicht schmiert in noch halb cremiger Form und die dann nach und nach fest werden. Und die man dann so mit zwei Fingern schön aufplatzen lassen kann an gewissen Stellen. Das erzeugt dann einen ganz wunderbaren Hautablöseeffekt. Wird noch verstärkt, wenn man da mit ein bisschen dunkleren Hauttönen drin rummalt. Dann sieht es wirklich so aus, als hätte man ein komplett durchlöchertes Gesicht. Ganz wundervoll. Ganz, ganz, ganz wundervoll. In diesem Sinne, ich gönne mir jetzt gleich noch eine Peel-Off-Maske. Und dann geht's auch ganz bald los. Und zwar wohin? In den hohen Norden. Präziser? Nach Wacken. Wacken. Macht's gut, Jungs. Beim nächsten Mal wieder gerne volle Möhre mit dabei. Vielleicht auch mit... Mal schauen, mit Signore Incognito. Tata. Die Begeisterung ist groß. Ja, das war das kurze, knackige Interview mit den beiden. Frage an unseren hier zugeschalteten Filmexperten. Kanntest du sie alle vier oder... Ich gebe offen zu, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, den Film mit NSYNC und Backstreet Boys als Zombie kannte ich nicht. Schon mal ein schöner Plot. Mir sagten die Namen gar nichts, bis sie Nick Carter, dachte ich, der ist doch irgend so ein Barde, da so ein Boy-Group-Member, und dann die anderen hätte ich jetzt gar nicht zuordnen können. Ich werde den Film auf jeden Fall mal zu Hause ins Heimkino mitbringen und mit, das ist so eine Sache mit diesen Boygroups. Genau, damit kriegst du deine Frau vom Fernseher, meinst du? Was ich so passend fand jetzt auch gerade in dem Interview, das war sicherlich auch so gewollt, dass sich das Öffnen und Schließen dieser DVD-Schachteln ungefähr so anhörte wie das Zerquetschen eines Schädels oder auch wahlweise das Zerbrechen von Rippen oder so ähnlich. Ja, ganz bestimmt. Die haben sich da sehr viel Mühe gegeben und auch für optimale Soundbedingungen super gesorgt. Effekte, ja. Sehr geil. Also vielen Dank nochmal.
Haben wir jetzt schon viele Stimmen gehört, aber wir sind ja jetzt heute hier am Tisch, um über die Zombie-Apokalypse zu reden. Und da muss ich doch fragen, wie sind denn eigentlich die Chancen, so eine Zombie-Apokalypse zu überleben? Nur ganz kurz als Einleitung, bevor ihr dann den Verbrauchertipp gebt. Der Spiegel hat vor guten 7 Jahren oder 7 Jahren inzwischen mal durchgerechnet, wie viel Zeit wir hätten, eine Zombie-Apokalypse zu überleben, beziehungsweise eine Studie im Journal of Physics unter dem Stichwort Special Topics, Life Science, hat das gemacht. Und dann haben die folgende Annahme getroffen: 7,5 Milliarden Menschen damals. Zombie kann sich bis 20 Tage ohne frisches Fleisch kann er überleben. Und er hat eine 90-prozentige Erfolgschance, jeden Tag mindestens einen Menschen zu beißen. Also aus der Corona-Welle wissen wir, das ist dann, glaube ich, ein Faktor von R1. Eine Ansteckung pro Tag. Die Rate wäre doppelt so hoch wie die Pest im Mittelalter. Und dann braucht es halt 20 Tage, bis ein einzelner Zombie genügend Menschen angesteckt hat, um eine Epidemie auszulösen. Dann braucht es weitere wenige Tage, bis es eine Pandemie wird. Und nach 100 Tagen werden schon 190 Millionen Zombies auf der Welt. Und dann haben sie es immer weiter durchgerechnet und am Ende davon ausgegangen, dass es nur 273 Überlebende gibt, vor allem auf Inseln ohne geografische Grenzen. Wenn du noch mal guckst, ist ja die große Frage, warum überleben so wenige auf Inseln? Ich meine, ich verstehe in Zeiten der Globalisierung, dass natürlich über den Flugverkehr oder Fährverbindung viele anlanden. Aber trotzdem würde ich den Menschen noch zutrauen, dass sie ihre Inseln hermetisch abzuriegeln. Und haben Zombies einen Freischwimmer? Also ja, 180 klingt jetzt auch nicht nach irgendwelchen Inselvölkern, sondern eher so nach den klassischen Superreichen, die jeweils eine Privatinsel haben. Ja, ja. Mhm. Aber ich sag mal so, Mallorca. Gut, Mallorca ist ein schlechtes Beispiel, weil so viele Maschinen wieder landen. Da hast du kaum Chance, die Infektion rechtzeitig aufzuhalten. Da geht das aber eher los. Eher so, ja, wahrscheinlich. Was ist eigentlich mit Impfung und Christian Drosten und so? Ja, also wir haben ja schon gesehen, wie das war. Du kommst jetzt auf den. Ja, aber ganz ehrlich, also meine Hoffnung ist tatsächlich vor der nächsten Zombie-Apokalypse gedämpft worden. Ja, wenn wir es schon nicht schaffen, unsere Maske richtig aufzusetzen bei so einem relativ gut noch verkraftbaren Atemwegsvirus. Ja, wie soll denn das mal gehen, wenn es richtig schlimm wird? Ja, dann kämpfst du nämlich nicht gegen Zombies, sondern erstmal kämpfst du gegen so Leute, die sagen, das bringt alles nichts mit der Maske. Dann haben die Nächsten was gegen die Impfung. Und wieder andere wollen aus Protest schon nicht mitmachen. Da ist ja klar, dass die Menschheit zugrunde geht. Ja, wir haben ich sag mal, mit der Kraft des Virus, da haben wir noch im Grunde Schweigen gehabt. Ja, wenn das jetzt richtig schlimm gekommen wäre, dann wären wir halt weg. Ja, aber wahrscheinlich hat die Pandemie doch in dem Sinne die Zombie-Apokalypse, der den Weg bereitet, weil die Leute werden es nicht mehr ernst nehmen und dann den Zombies in die offenen Arme laufen. Ich hätte aber hier gesagt, da ich dem Zombie ja das Stuhlbein in den Kopf drücken darf, hätte man zur Pandemie die Leute aufgerufen, den Nicht-Maskenträger täglich gegenüberzutreten, dann wäre die Situation eine andere gewesen. Also ich glaube, dass man da mehr Chancen hat. Das Thema wird nur einfach sein, gehörst du zu den Glücklichen, die sich separieren können, die kleine Enklaven bilden, wie man es ja auch jetzt, I Am Legend war ja nicht ein Zombie-Film direkt, aber es waren ja auch irgendwie genetisch mutierte Menschen, die sich dann so Festungen zusammengeschlossen haben. Ja. Die Frage ist dann immer nur, wenn du es zu einer dieser Festungen schaffen solltest oder zu einer Enklave, lassen die dich noch rein? Ist das nicht sowas wie die Flüchtlingskrise? Ja, und wo müsste man diese Festung am besten errichten? Also da gibt es doch auch Studien. Ja. Also wenn das eine Hollywood-Festung ist, ist ja auch klar, dass mindestens einer in dieser Kolonie das Virus hat und es verheimlicht bis zum Schluss. Ja, und dann, Da hat der Prollo recht, aber ich kann gerne auch mal was beitragen, tatsächlich, wie das hier eigentlich in Deutschland aussieht. Also wir machen ja auch Verbrauchertipps und insofern, es gibt ja tatsächlich schon auch eine Studie dazu, wo man die besten oder auch die schlechtesten Chancen hat, zu überleben in Deutschland bei einer Zombie-Apokalypse. Und zwar hat eine Vermietungsplattform, deren Namen ich jetzt hier nicht nenne, weil die uns leider nicht bezahlen, hat eine Studie dazu gemacht und hat basierend auf 5 Kriterien immerhin 402 Städte bzw. Kreise untersucht, wie gut die Chancen wären,
dort eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Die Kriterien sind Vulnerabilität, was Bevölkerungsdichte, Anzahl der Krankenhäuser und so bedeutet. Dann Verstecke, also wo man sich sozusagen am besten in geschützte, abgelegene Orte zurückziehen kann, um dort Kartoffeln anzubauen. Vorräte, Wasserversorgung, Viehbestand sind da zu nennen und auch Geschäfte in der Nähe. Dann als viertes Kriterium Sicherheit, also Waffen, Militärstützpunkte, wo kann man sich da sozusagen am besten ausrüsten, um so einen Zombie ordentlich zum Beispiel zu flambieren. Und fünftes Kriterium Mobilität, sprich, wie viele Fahrzeuge gibt es in der jeweiligen Stadt, wie ist die Infrastruktur, um vor Zombies fliehen zu können. Und da haben sie, wie gesagt, 402 Städte und Kreise aufgezählt. Und ich würde jetzt gerne schon auch sagen, wer hier Letzter geworden ist. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist Gelsenkirchen. Absolute Shithole. Wir kennen es. Es ist Gelsenkirchen, das Absolute Shithole. Die Engländer wussten es irgendwie schon. Und NRW, muss man aber zur Ehrenrettung von Gelsenkirchen sagen, schneidet insgesamt schlecht ab. Also nur mal so zur Info, Aachen ist Vorletzter, dann Herne Platz 395, Dortmund Platz 394, Duisburg 392, Düsseldorf 368 und auch Kölle nur auf Platz 353. Also NRW ist ein Scheißort, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Das hat ja wahrscheinlich einen ganz einfachen Grund. NRW ist wahrscheinlich das bevölkerungsreichste Bundesland, zu dicht besiedelt, um halt dieses Enklaven-Dasein wirklich zu leben. Also ich hätte jetzt gedacht, in Aachen noch am meisten, aber da hast du auch die Holländer vor der Tür. Ne? Wir sind auch schlechter bewaffnet als die Sachsen im Schnitt. Brandenburg, wir kommen. Ja, soll ich den Prollo eigentlich mal fragen, wie wir eigentlich. Es kann ja sein, dass draußen der Zombie tobt. Wir machen diese Sendung hier in Bonn, der Bundesstadt Bonn. Da sollte man meinen, wir haben Atombunker und all das aus Regierungszeiten. Aber was hilft uns das bei einer Zombie-Apokalypse? Ja, die Atombunker haben natürlich keine Toiletten. Das ist aber eine andere Geschichte. Klären wir mit dem Rheinherr mal. Ja, ich habe tatsächlich mal beim Presseamt der Stadt Bonn nachgefragt und auch nicht ausgelassen, dass wir uns da durchaus Sorgen machen. Und die Stadt habe ich auch gefragt, wie sie sich da ob sie sich mit der Studie auseinandergesetzt hat. Bonn kommt nämlich auf Platz 359, das ist also knapp hinter Köln noch. Und wie es denn insgesamt so aussieht mit der Prävention. Und die Antwort ist nein. Mit der Zombie-Apokalypse bzw. der Studie, in Anführungszeichen, dazu haben wir uns nicht auseinandergesetzt. Wir glauben nicht an Zombies. Immerhin, just heute fand ein Pressegespräch zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes statt. Die Pressemitteilung dazu finden Sie hier. Die werden wir natürlich verlinken, aber letztendlich, ja, der Bonner Bürger ist also aufgerufen, sich selbst um die Zombies zu kümmern. Nichtsdestotrotz, dass das Thema nicht ganz ernst genommen wird, das kann ich ein klein wenig nachvollziehen. Dennoch, der schlechte Platz hätte ich jetzt schon erwartet, dass man sich da doch die nötigen Gedanken macht. Ja. Zumal Bonn dann auch trotz des schlechten Platzes noch relativ gut mit der Infrastruktur, also der Verkehrsanbindung, abgeschnitten hat. Und wie wir erfahren haben, ist das seit letztem Jahr nicht besser geworden. Wenn man jetzt schon nicht mehr nach Köln kommt, um ein paar Plätze gut zu machen, dann hat der Zombie sein leichtes Spiel. Ich fasse die Antwort der Stadt Bonn noch mal kurz akustisch zusammen. Um es mit Goethes Worten zu sagen, Faust, der Tragödie erster Teil, Studierzimmerszene, Vers 1867. Nein. Ja. Also ich finde es auch schwach, ehrlich gesagt, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Das ist schon echt wenig. Ich sage euch jetzt auch noch gerade, wo man denn hin sich verdrücken könnte, um gute Chancen zu haben, zu überleben. Auf dem Podium, eure ersten drei Plätze. Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz ist das. Landkreis Freyung-Grafenau in Bayern oder einfach ab in die Vulkaneifel, auch Rheinland-Pfalz. Yippie. Jawohl.
Vulkaneifel ist ja nicht weit. Nein, ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Das ist doch die Rückfallposition auch der Stadt Bonn, die wissen das doch. Genau. Aber ganz ehrlich, bevor ich mein Leben in Prüm verbringe, dann lasse ich mich lieber ausfressen. Das Risiko wäre ich bereit zu tragen. Welches Leben? Das Leben als Sabbernder Zombie. Dann wirst du da vielleicht von Schafen angegriffen. Ja. Oh mein Gott, wie sind wir hierher gekommen? So, das war jetzt sozusagen die Orte, an denen wir uns am besten künftig einen Zweitwohnsitz anschaffen. Wir werden auch noch hinten raus, der Sammer hat es ja auch schon gesagt, ein bisschen erzählen, wie man es dann überlebt, also abgesehen von der Ortswahl. Das wollen natürlich alle jetzt von uns wissen. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Wir leben hier echt gefährlich, also muss man sich selber kümmern. Und es gibt Survival-Tipps, die wir euch in die Shownotes packen, die wir auch kurz vorstellen. Aber bevor das soweit ist, müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen in die sozialen Medien schauen. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Boy, that escalated quickly. Das Thema ist tatsächlich gar nicht unpassend zu unserem heutigen. Nämlich geht es um die Frage, Mördergeschichten, Mysterien und alles mögliche Gruselzeug und Serienmörder. Und da haben sich natürlich auch in den sozialen Medien sogenannte, die Wissenschaft spricht hier von TikTok-Idioten und Verschwörungstheoretikern auf den Weg gemacht. Und was mich tatsächlich an der Sache aufregt, am Beispiel, das wir gleich hören, dass mittlerweile bei so Geschichten, wenn irgendwie Todesfälle passieren oder Kriminalfälle im Wesentlichen, dass sich vermehrt alle möglichen, so TKKG und drei Fragezeichen Verschnitte aufmachen und mit irgendwelchen Followern versehen, dann selber auf die Pirsch gehen und den ominösen Mörder jagen. Das führt in einem Fall tatsächlich dazu, dass irgend so ein Honk oder eine Uschi auf TikTok vor 300.000 Zuschauern sich sozusagen einen Massenmörder erfunden hat und irgendwelche Mordfälle gegoogelt und dann miteinander in Beziehung gebracht hat, was natürlich nicht stimmte. So, und jetzt stellt ihr euch vor, dann sind die Leute unterwegs. Hier ein konkreter Fall, den wir jetzt gleich hören, ist, wo eine 45-jährige Frau vermisst wurde, ist also mit dem Hund rausgegangen und war nicht mehr gesehen. Und tatsächlich fing dann die Amateurdetektive an. Und einen von denen hören wir uns jetzt an. Hello, do you have a message for us? Do you pass away, Nicola? Are you in the river? What happened here? What the fuck? Das war der Name sagt eigentlich schon alles. Das war der YouTuber Dan Duffy, der in letzter Konsequenz, also seinen Kanal gibt es nicht mehr, das hat er irgendwie drangegeben, der verhaftet wurde letztendlich, weil er sich nachts in Gärten rumtrieb und da nach dieser Frau suchte oder dem Mörder. Und das Ganze hat ja manchmal auch X-Files-Touch, ja, und der Typ steht halt, das Video ist noch geiler, aber der hat es halt runtergenommen, dann steht er da so vor so einer verwackelten Kamera, es ist schwarz-weiß, weil dunkel, und dann hält er ein Taschenradio hoch und geht da so die Kanäle durch und wartet darauf, dass ihm die möglicherweise Tote oder auch Nicht-Tote irgendwelche Botschaften übermittelt, ja, und dann steht da so ein durchgeknallter Typ mit Taschenradio vor irgendeiner Gefolgschaft und tatsächlich die Polizei, hier ist der Vogel übrigens, nach der Festnahme, also irgendwie so ein Larry. Sehr vertrauenserweckend aus. Genau, und letztendlich, die Polizei beklagt sich halt auch, dass diese Privat-, also kann man eigentlich nur sagen Amateur-Heinis, mittlerweile die Ermittlungen blockieren, weil die Polizei natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs ist, nach Hinweisen. Und dann müssen die erstmal natürlich die ganzen Bekloppten durchlesen und deren Botschaften und kommen quasi schon nicht mehr zum Ermitteln. Und diese ganzen
ja, die YouTuber und TikToker, die sind halt offensichtlich der Meinung, dass sie irgendwie vom YouTube Homeoffice zu Hause die ganzen Mordfälle lösen, während hier 30 oder mehr Detektive oder Ermittler das nicht hinkriegen. Ja. Also nicht nur anmaßen, sondern einfach auch stören. Wie sagen, typisches Social-Media-Phänomen der totalen Selbsterhöhung, das ist ja nicht unbekannt. Ja. Der Social-Media-Roast. So, aber jetzt zurück zum Thema Zombies und wie man sie überlebt. Das müssen wir schon noch abliefern, weil es gibt da natürlich verschiedene Ansätze und komischerweise haben wir, glaube ich, alle einschließlich unserem Beef Sachen mitgebracht. Und der Beef, den haben wir vorher mit einem Virus lahmgelegt, aber die auf dieses Thema einzahlen. Wolltest du irgendwas dazu beitragen? Nee, oder? Ich bin da nicht konstruktiv unterwegs. Okay. Der Beef schreibt mir allerdings gerade, dass ich ihm noch Hirn mitbringen soll, wenn ich gleich vorbeifahre. hoffentlich geht es ihm gut. Okay, Hirn. Also ich mach mal den ersten Erklärungsansatz und im Quickie kommen dann die Profi-Tipps vom Sommer. Der hat auch ein paar mehr dabei als ich. Ich habe nur 7 Tipps aus der National Geographic Kids mit dem Slogan 7 Steps to Surviving an Apocalypse According to Science. Also auch hier wieder der wissenschaftliche Bezug. Und ich mach's mal an den Überschriften fest und würde euch um eine kurze Einschätzung bitten, ob ihr da vorbereitet seid. Also das erste ist Know Your Survival Skills. Also du musst natürlich gewisse Überlebensqualitäten haben und dazu natürlich auch das Mindset haben, überleben zu wollen. Also habt ihr so Survival Skills, also Vorstellung, ihr werdet irgendwo im Wald ausgesetzt, könntet ihr, keine Ahnung, mit einem Stück Holz ein Feuer machen oder wissen, welche Pilze ihr esst? Schwierig. Ich sag mal, das Überleben im Großraumbüro, das kriege ich hin, aber im Wald, nee, eher nicht. Okay. Ich habe eine Taxi-App auf dem Handy. Also ich habe immerhin irgendwie gelernt, wie man Urin abkocht. Das geht schon in die Richtung. Also die sagen hier als Beispiel, du kannst einen simplen Gasofen aus 5 Dosen herstellen. Also MacGyver-Qualitäten sind hier gefragt. Das Zweite, was du dir vorher auch am besten überlegst, und das hatte der Sommer und der Prollo, haben das sehr schön schon vorbereitet, choose a good hideout, also ein gutes Versteck, muss man sich natürlich suchen, Prüm in der Eifel, Profi-Tipp jetzt von voll in die Presse. Dann, das können wir jetzt vorher schon machen, pack a survival kit, also ein Überlebenspaket packen, das machen ja tatsächlich viele Leute. Ich habe oben noch ein Buch aus der Bücherei liegen, der beste Rat ist Vorrat. Also geht ja auch so in der Pandemie, war das ja auch so, ne? Klopapierhorten und so weiter. Also habt ihr sowas, so ein für den Fall, dass der Atomkrieg kommt, einen Rucksack, den ihr dann, also ich hab's nicht. Nee. Ich wüsste auch nicht, was bei einem Atomkrieg der Rucksack helfen würde. Ja, wo was drin ist. Ja, also ich sag mal, so die klassischen Wasser, also eher für längeren Stromausfall, aber nicht für die Apokalypse, denn Wasser für 2-3 Wochen, Reis, Nudeln, das schon, aber... Ja. Was Größeres. Und wie gesagt, wenn elektrische Geräte ausfallen, wird es duster. Oder das Essen bleibt kalt. Ja. Also ich habe tatsächlich mir mal so einen Not-Not-Vorrat in den Keller gestellt. Also so ein paar Brühwürstchen und ordentlich Wasser. Aber da hat dann, irgendwann war der Keller auch voll. Und da stehen ja noch andere Gerümpelsdinger rum. Wichtig, und wichtig ist ja auch Kurbelradio, ne? Also... Wegen des Stroms, der wegfällt, ne? Damit du auf dem Laufenden bleibst. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber also hier ist tatsächlich nicht die gefüllte Speisekammer gemeint, sondern wirklich der gepackte Rucksack, der dich idealerweise 72 Stunden überleben lässt. Und dann haben sie, es kommt aus UK hier, haben sie da gefragt und angeblich sind 36% der UK-Population vorbereitet. Die haben dieses Survival Pack. Vielleicht ist das auf der Insel, keine Ahnung, wenn die Schotten kommen oder was weiß ich. Ja, aber ich glaube aber auch, dass die Prepper-Bewegung ja in den letzten Jahren ziemlich zugenommen hat. Das heißt, das ist ja klassisch auf alles. Die rechnen zwar nicht mit Zombie-Apokalypse, sondern mit dem Bürgerkrieg, aber das ist, glaube ich, gar nicht so selten. Nur 36% finde ich wirklich sehr, sehr hoch. Also ja, nimmst du dir einen Stock und wenn der erste Prepper vorbeikommt, dann plünderst du den Rucksack. Ja, und so fängt es dann an.
So, und jetzt kommt eins, was irgendwie überrascht, weil der Sammer sprach das Kurbelradio schon an. Vierter Tipp, use your mobile phone. Da sagen die natürlich selber, ja, das ist natürlich alles tot, Funkverbindung und so weiter. Aber das Handy hat halt auch GPS und einen Kompass in der Regel. Und die würden auch funktionieren, wenn die Netze tot sind. Also schmeißt das Handy nicht weg. Hey, welches Handy hat Kompass? Da hat Kompass schon fast jedes. Ja. Also die funktioniert cool. Ja im Zusammenhang mit dem GPS in der Regel. Nur ich habe vielleicht das Mobilfunknetz nicht mehr, aber ich brauche ja immer noch ein funktionierendes Stromnetz. Zum Aufladen, ja, das stimmt. Wenn es leer ist, ist leer, dann hilft mir auch. Das ist richtig. Und jetzt become a super Scavenger. Soweit ich weiß, ist ein Scavenger-Hunt eine Schnitzeljagd. Also so, du sollst so, ein Schnitzel werden? Genau, also du sollst halt ein Schatzsucher werden. Also Gelegenheiten, du musst halt, ja, wenn du dann da draußen ums Überleben kämpfst, der Zombie vor der Tür steht, dann musst du halt die Gelegenheiten suchen. Und das hatte ich ja hier auch schon erzählt von meinem kleinen Roadtrip. Also wenn man es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man so mit dem Auto unterwegs ist, dann fängt man an, die Gelegenheiten zu nutzen. Sauberes Klo wird genutzt, leckeres Restaurant wird genutzt und so weiter, weil man nie weiß, wann die nächste Gelegenheit kommt. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Tipp Nummer 6, und das möchte ich heute hier, dass wir einen kleinen Pakt schwören. Gather a useful gang. Wollt ihr meine Überlebensgang werden? Also wenn es hart auf hart kommt, dann brauchst du eine Gang. Alleine bist du halt ziemlich oft, also wir haben es in dem Film, da waren es 7 Backstreet Boys und andere Boy-Group-Member. Und wir sehen mindestens genauso gut aus wie die. Wir müssen ja nicht singen. Also sind wir hier die Zombie-Apokalyptik-Gang. Ja, also da schwören wir drauf, oder? Ja, ich schwöre jedenfalls. Ich schwöre. Wir brauchen aber noch so einen langsamen, der immer noch so einen halben Meter hinter uns läuft und dann noch das erste Opfer Fuß ist. Vom Zombie erwischt wird. Ich habe so eine Idee, wer das sein könnte, aber ich werde es nicht laut aussprechen. Naja, als einmaliger Gelegenheitsgast habe ich wohl den kürzesten Strohhalm gezogen. Ja, es sei denn, du hast Maschinengewehr. Das sind auch immer die Leute, die nur so kurz eingeführt werden, die sterben als erstes. Ja. Oder die rote Uniform tragen. Genau. Wie bei Star Trek. So, und jetzt der letzte Tipp, und den fand ich bemerkenswert, konkret bei der Zombie-Apokalypse. Die haben noch einen anderen Vorschlag, was der sicherste Ort auf der Welt wäre, also nicht generell, aber ein sicherer Ort ganz generell, wo du eine Zombie-Apokalypse überleben kannst. Und jetzt müsste man ganz schlau nachdenken. Also es ist kein Ort auf der Welt, sondern eine Einrichtung. Wenn ihr verschiedene öffentliche Einrichtungen euch anguckt, in welche Einrichtung solltet ihr euch flüchten, um euch vor den Zombies zu schützen? Glockenturm? Gefängnis. Gefängnis? Schwimmbad. Schwimmbad. Unser Gast hat den Hauptpreis zumindest laut National Geographic Kids gewonnen, weil das Gefängnis natürlich nicht nur das Ausbrechen erschwert, sondern auch das Einbrechen für die Zombies. Es ist ein bisschen widersinnig, weil man will sich ja eigentlich nicht in die Falle begeben, wenn die dann doch irgendwie einen Schlüssel finden. Aber vom Grundgedanken ist das ja gar nicht verkehrt, ne? Ein sicherer Ort. Oder den Banktresor. Oder einen Escape Room machst du dir. Ja. Das Problem im Gefängnis wäre nur, es wäre nicht leer. Und ob du mit den Leuten dann irgendwie überleben willst. Ja, was schlimmer, ne? Zombies, oder? Also ein leeres Gefängnis wäre gut. Ja. Naja, so viel zur Wissenschaft und den Überlebensstrategien im Falle einer Zombie-Apokalypse. Wir haben schon ziemlich viel geleistet. Die Zeit ist auch vorangeschritten. Und ich würde sagen, damit wir auch so ein bisschen im Rahmen bleiben, ist jetzt der Höhepunkt der Sendung, ergießt sich immer in einem Quickie. Es wird jetzt hier gleich richtig schön. Und für den Quickie gibt es natürlich auch ein kleines Jingle. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! So, Herr Sommer. Ich freu mich immer noch über dieses schöne, wunderbare Jingle. Herrlich. Ja, also ich habe hier eine Top 10 für die Dinge, die man haben muss, um eben so eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Ich werde hier jetzt, weil es ja ein Quickie ist, nicht alles groß ausführen, aber 2, 3, 4 Anmerkungen erlaubt ihr mir dann hoffentlich. Also, auf Platz 1 ist hier Dosenfutter genannt, weil man reichlich Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und so weiter braucht, um eben auch kräftig mit Muckis und so weiter zu bleiben.
Das ist jetzt nicht so spektakulär. Flüssigkeit ist auch nicht so spektakulär. Sie schreiben halt, man müsse dauernd seinen Organismus durchspülen, damit die... Klappt ja heute wieder ganz hervorragend hier. Die Angst vor dem Gefressenwerden nicht an die Nieren geht, nicht zu sehr. Richtig schön finde ich jetzt hier die Nummer 4, und zwar Medikamente. Super wichtig, Medikamente zu haben in der postapokalyptischen Welt. Gibt es die nicht irgendwie überall zu kaufen? Die könnten auch sehr knapp werden. Also wirklich einen gut ausgestatteten Medikamentenschrank und ein Anti-Zombie-Unfall-Set. Und jetzt sagen die aber, und das finde ich ist absolut plausibel und der Verbrauchertipp dieser Sendung schlechthin, man sollte auch noch Tonnen an Morphium, Antibiotika, Wundverband und Sägen auch haben. Ich dachte jetzt schon Schleimlöser. Nein, nicht Schleimlöser, sondern Sägen. Und zwar für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass man sich nach einem Zombie-Biss schnell nochmal einen Arm oder einen Fuß abschneiden muss. Ja. Das ist doch wirklich mal einfach auch zu Ende gedacht. Also mein Highlight-Tipp war eigentlich das mit dem Organismus durchspülen, weil das machen wir ja alle 2 Wochen. Wir haben uns jetzt gerade noch ein Bierchen eingeschenkt, irgendwie Witte Gold, irgendein blondes Bierchen aus Holland oder Belgien. Kann man aber natürlich auch mit Wasser machen, wenn es sein muss, oder? Aber dann wäre ja so eine alte Klosterbrauerei eigentlich der perfekte Ort, um die Zombie-Apokalypse zu überleben. Die haben bestimmt noch so Folterwerkzeuge, wo du dir dann die Gliedmaßen absägen lassen kannst. Ja. Ne? Die haben bestimmt so Folterbänke oder so einen Scheiß. Also sind die meist etwas abgelegen errichtet worden. Stimmt. Sind so ein bisschen burgähnlich. Und wie gesagt, vielleicht, wenn da so ein paar alte Mönche sind, dann werden die auch zuerst gefressen. Die dann da so durch den Garten schleichen, da stolpern die über die Kutte und zack. Oder die Zombies erkennen sie nicht mehr als lebende Person und laufen weiter. Denken, also. Das sind Dementoren. Was ist denn noch ein Tipp, der auf der Liste steht? Ja, wir haben hier, ich bin ja jetzt erst bei Nummer 5, wir haben ja eine Top 10. Hier wird noch aufgezählt, gute Ausstattung an Werkzeugen, Sägen, Schraubstock, Hammer, Zange, Schraubenschlüssel und so weiter. Sehr wichtig auch, um das Ganze zu überleben. Außerdem Nahkampf. Das ist jetzt auch wieder sehr wichtig. Nahkampfwaffen. Im Krieg gegen Zombies kommt es auf Waffen und den richtigen Dresscode an. Dresscode? Ja, Dresscode auch. Also nackter, muskelbepackter Oberkörper mit Tattoos, kurze Trekkinghose, Akku-Bohrhammer sind von großem Vorteil. Warum Tattoos? Ja, es wirkt halt abschreckend wahrscheinlich noch immer. Und Zombies knipst man nämlich am besten das Licht aus, indem man ihnen den Schädel spaltet, wegpustet oder weghämmert. Der Ballermann hat es ja schon gewusst. Stuhlbein oder den Bohrhammer. Ja. Genau. Ja. Also die Makita Baumsäge mit 4 Meter Greifarm fand ich sinnvoller, um die Zombies auf Abstand zu halten. Und die Akku-Version natürlich. Ja. Okay, ja. Jetzt sind wir bei 7. Das Outfit, das wurde ja eben auch schon mal angesprochen. Also hier heißt es jetzt, ist jetzt noch mal auch das Outfit gesondert aufgeführt. Das heißt, man soll sich die Haare wachsen lassen. Und das ist jetzt auch wichtig, auch wieder ein guter, wichtiger Verbrauchertipp. Man soll sich sein Gesicht vernarben, indem man mit schmutzigen Klingen sich selber Wunden zufügt, damit die sich entzünden. Moment, ja, da gab es ja auch schon andere Tipps. Also man kann sich das ja auch so quasi so hinschminken. Mhm. Ja. Stell dir vor, du hast ja gerade die ganze Fresse aufgeschnitten, dann kommt so deine Frau, hier, ich habe hier das Produktpröbchen. Aber wovon die Frau Witzka nicht sprach, das ist ja auch noch ein wichtiger Tipp, der da in dem Zusammenhang genannt wird, man soll sich einen Schnauzer wachsen lassen. Ja, da haben wir schon fast alle Frauen verloren. Denn dann sieht man aus wie, und jetzt kommen hier wieder die Filmfans auf ihre Kosten, denn dann sieht man aus wie Danny Trejo im Actionfilm Machete Kills. Machete Kills, das ist der zweite Teil. Ja, oder? Ich glaube, die Machete selber ist auch kein schlechter Tipp. Ja, also, die Machete, und damit kommen wir zu den Blankwaffen. Das Blankziehen. Jetzt wird die Leggings ausgezogen. Genau, das Robin ist jetzt Hood. Hier der Tipp Nummer 8. Also Schwerter, klar, sind natürlich bevorzugt. Also Hieb- und Stichwaffen insgesamt. Und
Wenn der Stahl mit dem Träger zur tödlichen Einheit verschmilzt, können sie alles nehmen, was sie finden. Anderthalb Bänder, Entermesser, Zweihänder, Katana oder Piratensäbel. So, und jetzt kommt aber hier auch noch, dass sie das klassische Langschwert empfehlen, weil das auch die Kreuzritter benutzt haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so wahnsinnig überzeugend ist, aber jedenfalls wird das hier empfohlen. Es gibt natürlich auch nicht nur den Nahkampf, sondern es gibt ja auch Distanzwaffen. Und bei Distanzwaffen steht hier was von dicken Ballermännern, da muss ich natürlich lachen. Sind nützlich, um eine Zombie-Horde zu dezimieren. Und da die Zombies aber auch bei kleinsten Geräuschen schon irgendwie aufgeschreckt werden könnten, sind auch leise Waffen von Vorteil, wie zum Beispiel eine Armbrust. Ja, also so eine Hightech-Armbrust mit Zielfernrohr, vielleicht auch LED-Leuchte zum Nachteinsatz, sehr empfohlen hier. Eine Repetierflinte aus der amerikanischen Mossberg 500er-Reihe, Spitzname Persuader, sei eine vielseitige... Persuader, was für ein geiles... Ja, Überzeuger, ist eine vielseitige und wirkungsvolle Waffe. Ein also die Schuss, würde ich mir allein wegen des Namens schon kaufen. Mhm. Ein Schuss aus dem Mossberg 535 mit extra großem Magazin, mit extra großer Magazinkammer und schon spritzt das Zombie-Cerebrum durch die Landschaft, heißt es hier. Ja, aber ich komme über diesen Namen von dieser Waffe nicht hinweg. Also ich stelle mir so eine typische Parkplatzsituation vor. Der Wut-Zombie klaut mir den Parkplatz auf dem Aldi-Parkplatz und ich hole meinen Persuader raus und sage, können wir das gerade noch mal überdenken oder kann ich dich davon überzeugen, dass du den Parkplatz wieder frei machst? Das ist ja wohl einfach mal ein geiler Name für eine Wumme. Und wenn der Persuader nicht ausreicht, dann nimmst du den Pacifier, den Befrieder. Also dann ist ich kenne nur den Satisfier für die Frauen. Aber nee, es gibt auch einen Colt Pacifier. Okay. Na gut. Also abschließend jetzt der letzte Tipp, weil das wohl einfach eine wahnsinnig effektive Waffe sei, um Zombies zu töten. Das M48 Commander Ranger Hawk, das sei das effizienteste Zombie, die effizienteste Zombie-Allzweckwaffe, und zwar ein Tomahawk, das mit Rasiermesser scharfer Schneide ausgestattet ist. Und damit kannst du eben einem untoten Gegner auch geräuschlos das Hirn spalten. Toll. Also, oder das, den Kopf insgesamt. So, wo stehen die denn im Obi? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Unter Apokalyptika. Ja. Garten ja, und Apokalypse. Das sind hier die Top 10 für den Überlebenskampf gegen Zombies. Ein wunderbarer Quickie und damit kommen wir jetzt auch tatsächlich zum Ende. Ich würde dem Schimli ganz herzlich danken wollen für seinen spontanen Auftritt hier. Also du hast ungefähr 2 Stunden vor der Sendung die Einladung bekommen und hast hier wirklich hervorragend performt. Gerne. Mehr Zeit hat man auch nicht, wenn die Apokalypse losbricht. Also, richtig. Es war ein gutes Training. Ja, ja, und der Rucksack steht ja oben mit dem Persuader. Das hast du also alles sehr gut gemacht. Der Sammer, der trinkt noch eine. Was er nicht weiß, ist, dass ich auch noch eine 11. Abwehrmaßnahme habe, die ich jetzt zum Ausklang euch noch kredenze und natürlich auch Prollo dir. Vielen Dank für die ganzen Praxistipps und diesen wunderbaren Social Media Roast. Das war die Zombie-Apokalypse und dem Beef wünschen wir gute Besserung. Und wenn alles nichts hilft, kein Persuader oder dieses Langstreckengewehr, dann hilft natürlich dem Zombie das Hirn mit fetter Metal-Mucke zu sprengen. Und passend zu dem Wackenausflug von Fräulein Witzka, da hören wir jetzt einfach nur das Ende. Und dann sage ich Tschüss und bis bald. Hinter seiner fiesen Stirn hat der Zombie ein Matschgehirn. Schleicht umher, anstatt zu laufen, lässt dir Zeit, um zu verschnaufen. Zickelzange, Zickelzange. Baumerkrummelt laut, hat nun endlich seine Beute verdaut. Es drückt der Lehm voll nach hinten, da beginnt der Zombie zu sprinten. Zicke, Zacke, Zombie, Kacke, der Zombie rockt in der Baracke. Zicke, Zacke, Zombie, Kacke, und du stehst da mit deiner Hacke. Zicke,
Kacke, Zombie, Kacke, Kater kommt nur aus der Vorbacke. Ja, liebe Freunde, das ist der ultimative Zombie-Verhütungssong. Bis bald in dieser Show. Macht es gut. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.